Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu The Witness mit den... Ach nee, Moment. Trials Fusion mit den Nikers. Apropos The Witness, jetzt kommt gerade eine Meldung, die Datei ist zu groß. Welche Datei? The Witness Fall. Ach, für einen Stick? Zur Übertragung, ich kümmere mich später drum. Ja, dann nimm die nicht, dann schick nur eine. So, okay. Jetzt kommt das Dog, ja? Die letzte mittlere Strecke, glaube ich, für immer. Für immer. Nein, Spaß. Es kommen natürlich die mittleren, es kommen natürlich noch mittlere Strecken beim nächsten DLC dann, was dran kommt. Das wäre dann After the Indescent. Und das ist das geilste von den normalen DLCs natürlich. Von den normalen DLCs. Ja, das Mesh als nicht so wie die awesome DLC DLC. Ja, Awesome Level Max ist halt anderes noch. So, und das ist kein normales DLC. Wann habe ich mich denn viermal zurückgesetzt? Ich bin voll gastesabwesend gerade. Also pass auf. Und wir haben jetzt hier gleich drei Strecken, die richtig... Ne, fünf Strecken, die richtig geil sind, ja? Fünf. Fünf Stück. Die zählt übrigens nicht dazu. Die hier ist richtig scheiße, oder? Nein. Aber halt die drei, die fünf Strecken, die richtig geil sind, die kommen jetzt gleich erst noch. Ja doch, ich finde die voll scheiße hier. Einfach weil du vorne liegst. Also finde ich eigentlich jede Strecke scheiße. Außer die Anfängerstrecke. Die finde ich auch scheiße. So, erstmal Kinderbon essen. Was zum... Was kracht denn hier rein? Kannst du es noch nicht? Wieso ist da gerade ein Raumschiff reingekracht? Und jetzt kommt die Retrospektive! Woo! Oh, das ist... Auch eine mittlere Strecke. Das ist eins meiner absoluten... Nico, du hast die Zuschauer angelogen. Scheiß auf die Zuschauer, Mann. Retrospektive! Du hast die Zuschauer angelogen. Das hier ist auch eine mittlere Strecke. Das ist ja auch ein neues DLC wieder. Es ist komischerweise anderes als... Nee, es ist immer noch das gleiche wie vorhin. Oh. So. Hä? Achso. So, ab in die Arcade-Halle. Arcade. Die Arcade-Halle. Mensch, ich betone das immer falsch. So, los geht's. Yippie! Kann man das auch irgendwie überspringen? Das kann man überspringen. Aber ich hab's jetzt verpeilt. Kann ich dich hier theoretisch auch sehen? Nee, ne? Bist du drin? Ich bin drin. Nee, ich seh dich nicht. Im ersten Level. Ich sehe ich nicht. Lol, man hat Leben? Was? Wo hat man Leben? Oben. Was laberst du? Ich habe kein Leben. So, das ist mein letztes Leben. Lol, tatsächlich? Nee, doch nicht. Nee. Hä? Wo hat man denn Leben? Bist du dumm? Nee, hatte man. Also ich setze mich hier die ganze Zeit fröhlich zurück. Ja, ja. Jetzt werden bei mir auch keine Leben mehr angezeigt. Jetzt, wo ich sie alle verbraucht habe. Okay. So, man muss hier durch verschiedene Spiele, erst durch Donkey Kong, ja, jetzt durch Pac-Man. Ah, jetzt wolltest du auch Mario sagen, wie ich beim ersten Mal. Ja, weil das... Ne, eigentlich ist es ja nicht... Es ist ja tatsächlich kein Spiel mit Mario, es ist nur ein Spiel mit Jumpman. Oh, halt die Fresse. Mario ist Jumpman. Nein. Doch. Sein voller Name ist nämlich Mario Jumpman Mario. Mario ist nicht Jumpman. Das ist bei... Du guckst doch Game Theorists. Jumpman ist sein Vater. Das ist zumindest der von dem aktuellen Mario. Er heißt doch Mario Jumpman Mario. Ja, dann ist der Vater auch Mario. Oh, fuck. So, jetzt bin ich im dritten Spiel und das ist abgeschissen, dieses Spiel. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Und Game Theory ist halt auch wieder nur eine Game... Theory. Ja, aber dass die Beweise und die Belege dafür sind so gut, dass ich das immer glaube. Ja. Ich glaube auch, dass Peach und Luigi Rosalinas Eltern sind. Ja, glaube ich auch. Weil ich auch wenn es vom Altersunterschied, also wenn man sich's mal anguckt, jetzt nicht so glaubwürdig ist. Nee, ja, wer weiß das? Es wird nie gesagt, wie alt Rosalina ist und sie taucht auch 2009 oder so das erste Mal auf. Ja, da sieht sie aber auch jetzt nicht sonderlich jung aus. Tja, sagst du? Ja, glaub mir, ich habe genug Lolis gesehen. Das ist
nichts bestätigt, wie alt sie ist. Also insofern ist alles möglich. Kannst du mich jetzt eigentlich auch sehen, wie ich hier... Nee, ich sehe ein schwarzes Bild. Schade. Obwohl, ist wahrscheinlich besser so. Ich höre dich aber. Ich höre dein Motorrad. Echt? Piu, piu, oh, Game over, lol. Das Klärchen. Kommt keine Musik? Warum muss die Musik weg? So, nach der Retrospektive folgt direkt die nächste geile Scheiße, ja? Fehler im System. Finde ich mega geil, die Strecke. Wie einfach ich schon mal gespielt? Ich glaube nicht. Wie einfach das Raumzeitkontinuum am Arsch ist. Kannst jetzt mal auf achten. Die Matrix ist verglitscht. Ja, das ist doch nicht das Raumzeitkontinuum. Die Matrix ist verglitscht. Ja. Doch, das stand. Ich meine, in der Beschreibung steht aber was mit Raumzeitkontinuum. Ich geb dir gleich Raumzeitkontinuum, Alter. Du bist doch nicht Emmett Brown. Wieso was mit hast du den Rest im Raumzeitkontinuum gefunden? Oder irgendwie sowas heißt das. Boah, der erste Sprung ist ja schon hart. Ich glaube, den schaffen wir nie. Du bist doch nicht Emmett Brown, verdammte Scheiße. Das ist ein Fehler in der Matrix. Deine Mom ist ein Fehler in der Matrix. Sie hätte gar nicht existieren dürfen. Sie ist zu fett einfach. Das ist ein Fehler im System. Ja, finde ich ehrlich gesagt auch. Lol, wie sich einfach die ganze Farbe ändert. Wie die ganze Farbe? Jetzt plötzlich ist der Himmel nicht mehr rot, sondern grün. Du meinst blau. Ja, blau, grün, weiß. Ja. Wo ist denn da weiß? Da war gerade tatsächlich auch weiß, ja. Doch ganz oben, ganz hinten, da wo die Sonne ist, ist weiß. Leicht, ich sehe jetzt die Häuser hinten drin glitschen. Leicht Eierschale, ja, die glitschen bei mir auch. Ne? Und der Checkpoint. Das ist nicht dein Ernst. Maxi, werden wir auch wieder ewig hängen, ne? Mhm, weil ich schon drüber bin. Das sagst du immer gerade dann, wenn ich schon drüber bin. Wie, du erreichst das Ziel? Wo ist denn das Ziel? Das ist eigentlich zwei Sprünge danach. Achso, zwei? Oh, verdammt. Ah, ja! Was du denn da? Ich hab gedacht, das ist das Ziel! Das ist nicht das Ziel! Nein! Ach, 21, okay. Was machen die Pinguine da? Okay. So, so in der Stadt. Ich glaube, das habe ich tatsächlich gespielt. Lol. Ich habe nicht jedes Level gespielt. Nur das habe ich, glaube ich, gespielt. Ja, das glaube ich auch. Wieso glaubst du das auch? Ich habe dich nachgemacht. Ja, das glaube ich auch. Ich habe nicht... Ah, fuck! Was bist du? Nö, ich bin nach. Ich habe keine Lust mehr. Ja, aber das bist du nur während der Aufnahme. Bin ich immer so extrem salty. Ja, Mann. Du bist so richtig Jay. Ja, wahrscheinlich, du bist wieder ungerecht behandelt. Ungerecht behandelt. Ja. Das war eine Witness, das war doch unmöglich. Wie ich es dann geschafft habe. Ja, was aber Eurofishing, weißt du, da hast du auch nicht mal versucht einen zu fangen und dann hat keiner angebissen. Ach, Alter, ich soll keine Anspielungen machen und dann kommt der. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab sogar zweimal verkackt. Alter, wie zum... I don't give a fuck. Ach, easy. About this shit. Easy. Wie geht's hier weiter? Oh Gott! Nein! Verpiss dich! Ah, komm schon, oh fuck!
Weiß nicht, das ja, Ziel. Ja, das hab ich jetzt auch. Oh lol, da ist das Ziel! Verdammt! Scheiße! Hä? Ich hab das First Try geschafft! Ja, aber du hattest auch Anlauf! Nee, nix Anlauf, ich hab gebunnyhoppt. So. Das machst du jetzt auch. Ja, Anlauf jetzt auch. Wow. Da liegst ja du. Hallo! In die Ferne. Schrödingers Katze tut... Ne, was war das? Verdammt. Tut etwas und tut es doch nicht, ne? So war das doch. Ne, keine Ahnung. Ich hab dir nicht zugehört. Hä? Ich hab nur Schrödingers Katze gehört und dann wusste ich schon nicht weiter. Schrödingers Katze tut etwas und tut es doch nicht. Irgendwie sowas war das. Ja, keine Ahnung, ich kenn Schrödinger. Och, das ist ja das. In der Ferne ist so geil. Da wird man nochmal durch alle Welten geworfen. Und dann glitscht die Matrix wieder oder die Raumzeit. Oh lol. Fehler in der Matrix. So, wo ist das jetzt hier? Ich sehe nur blau. Und ein bisschen gelb. Ich verstehe nur blau. Ich verstehe nur blau. Was brauchst du denn so lange? Gott, halt bitte deine Fresse, wenn ich noch einmal Menschen maxe, dann ich schwör. ich mach einen Amoklauf. Es ist ein Insider übrigens. Wenn ich das noch einmal höre, ohne Scheiß, ich hasse es. Ich fand das gut, dass Mark ihn. M-Punkt. Was hat M gesagt? Dass der den letztens zurückgehalten habe, als ich mich mit einem Mädchen zurückgehalten hat. Es tut mir leid. Als ich mit einem Mädchen geredet habe, das wäre nämlich sonst ein bisschen peinlich geworden. Ja, er war genau. Ich war schon so die ganze Zeit. Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Nein, bitte. Aber er hat es doch. Aber genau, er hat es doch gemacht. Also zwar leise, aber er hat halt so C-Punkt so ganz leise so ins Ohr geflüstert. Also wir sind so vorbeigegangen. Und ja, dann habe ich denen erzählt, dass du schon mehr Freundinnen hattest, als sie jemals haben werden. Und dann hat N-Punkt halt zu C-Punkt gesagt, mit ins Ohr geflüstert, Mensch, das hat nicht der Max. Aber dann ist nichts mehr passiert. Ja. Also sie haben es, also sie erkennen schwierige Situationen an. Also für dich halt schwierig. Wieso ist das für mich schwierig? Ja, du meinst doch gerade, das ist doch voll peinlich geworden, ja? Ja. Ich glaube, ich hätte mich einfach umgebracht. Ich musste da aber trotzdem erklären, warum ich die ganze Zeit leise zu mir gesagt habe. Nein, bitte nicht, nein, bitte nicht, nein, bitte nicht. Ich hab mir auch so gedacht, als ich dich so gesehen habe, oh, Max hat sich schon wieder geholt, ernsthaft? Nee, das ist nicht meine Freundin. Es ist eine Freundin. Alter, wie schwul hat die Kamera denn da gerade geschwenkt, Alter? Ich bin so ins Ziel gefahren und dann kam der so von unten aus dem Abgrund halt so hochgefahren zu dir, Leute. Bitte, was? Im Ziel? Das, was du niemals kennen wirst. Kennenlernen wirst. Was macht der denn da? Scheiße! Ah, schön. Guck mal, da bin ich. Guck mal, ich bin im Fernsehen. Mama, ich bin im Fernsehen. Ich hab's geschafft. So, der freigelassene Mech. Oh, also Mech, je nachdem. Und das ist die schlimmste Strecke im ganzen Spiel von den schweren. Die ist so abgefuckt. Das ist die mit dem Roboter und den zwei Rädern, die ich meinte, die ganze Zeit immer. Ja? Und die ist so fuck off. Obwohl, meinen wir denn dasselbe Mädchen, mit dem ich geredet habe, mit der Brille? Blond und du standest draußen mit ihr an der Säule. Ja, also blond. Brille. Ich kann mir nie ihre Haarfarbe merken, das finde ich ganz komisch. Brille habe ich nicht gesehen. Aber Brille heißt blaues Ding. Das weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass sie blond war. Ich
muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir ihre Haarfarbe nicht merken. Na, ich konnte mal alles andere nicht merken. Insofern. Sollte ich eigentlich langsam mal getutet haben. Ach, blond? Ist sie? Ich wirklich, ich habe ein komplettes Bild von ihr im Kopf, außer Farbe. Komplettes Bild also? Ja, komplettes Bild. Kopf bis Knöchel. So, wann kommt die Stelle, die ich so abgrundtief hasse? Ich weiß, dass sie jetzt gleich irgendwann schon kommt. Die ich nach 200 Versuchen irgendwann dann auch geschafft habe. Ja, es waren 200. Jetzt wahrscheinlich habe ich mich einfach nur blamiert, die ist voll einfach. So, da ist der Roboter. Da hinten, der wird jetzt gleich richtig aggressiv, Freunde. Da ist schon die Hand. Ich glaube, die fängt schon an, hier richtig Randale zu machen. Randale! Du Schwarzer. Da bin ich jetzt blöd. Da ist ein so ein Reifen, aber das ist nicht der, den ich meine. Ich. Die hat doch Schwarze, Matti. Die hat doch Schwarze, oder? Ich weiß es gerade echt nicht. Ich mache mir darüber gerade echt Gedanken. Ich glaube, ich kriege Alzheimer. Die hat doch Schwarze Augen. LOL. Oh mein Gott. Wo kommt die Stelle? Komm, ich warte die ganze Zeit schon drauf. Och nee, der Fahrstuhl, das ist doch assi. Und da hinten habe ich sie schon gesehen. Da hinten ist diese beiden roten Dinger da. Habt ihr die gesehen? Diese beiden roten Dinger da. Diese da im Hintergrund, ganz oben rechts. Das sind die. Oh Gott, nein. Was sind das? Ja, das sind diese zwei Dinger, die ich meine. Diese zwei Räder. Ich sehe jetzt gerade, dass das Zielscheiben sein könnten und keine Räder. Nein. Aber doch, Gott sei Dank müssen wir das noch nicht machen. Müssen wir das erst im nächsten Level machen, oder was? Nein, da hinten sind die doch. Ich hab doch gerade gesagt, man kann sie schon im Hintergrund sehen. Dann warte auf mich mal. Ich will das auch noch machen. Ja, was denkst du denn? Ich werde hier doch auch wieder 10 Stunden failen. Oder Roboter wird aktiv. Oh, oh, und jetzt kommt's. Jetzt kommt die Stelle. Jetzt kommt sie. Oh mein Gott, ich fahr einmal rückwärts, um kurz zu gucken, was das da ist. Hey, was? Aber warte bitte auf mich vorm Ziel oder so. Du darfst ruhig vor mir finishen, aber ich möchte die Stelle noch mal sehen. Max, glaub mir, ich werde das nicht so schnell schaffen. Hier ist ja auch so ein drehendes Rad. Ja, das ist es aber nicht. Ja, aber das ist auch ein bisschen assi. Ah, fuck. Ich schaff's nicht gescheit darauf zu springen, nur beim ersten Versuch, jetzt nicht mehr. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ich hab tatsächlich den Trick herausgefunden. Okay, dann wartest du aber auf Bonzi, ja. Auf mich. Nein, dieses Rad! Es ist so assi! Hä, der sagt sogar Albi Buck! LOL. Der Roboter macht sogar Anspielung. Der macht nicht nur Welcome to the Future, der macht auch Albi Buck. Oh, dieses Rad, ich krieg AIDS! Ich krieg's nicht hin, Mann! Du musst aber trotzdem vor uns hin auf mich warten. Was ist das denn hier? Was? Wieso kackt der Roboter zwei rote Dinger? Ha, jetzt sehe ich die beiden Räder auch. Bist du da jetzt? Ja, warte. Ich möchte die aber... Ich komm nicht mal da hoch! Schwer, ne? Ach, da hinten sehe ich dich sogar im Hintergrund, weil diese Strecke ja rund ist. Sehe ich dich da hinten fehlen. Neu. Gott, was ist das denn? Nein! Oh, ich hab's geschafft, ich bin im Ziel. Oh, lol. Nein, ich klicke auf der Ziellinie! Ich fass es nicht, ich muss noch... Nein, warte mal ganz kurz. Ich will jetzt wissen, wie viele Versuche ich dafür brauche. Ist mir egal. Wie viele Versuche brauchst du jetzt?
dann genau jetzt? Das ist ja nur 30 Sekunden. Guck, ich darf dir noch nicht mal zugucken, so ein Mist. Weil er mich erst noch, weil mich der Roboter erst noch killt. Oh, das ist doch... Ach, guck mal, der Pinguin steuert den Roboter. Das ist doch nicht wahr. Guck dir mal meine Versuche an. Och, Katze. Oh, ich hab 66. Lolololololol. Och, Katze, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt öffnet ihr wieder die Tür. Ja. 66 Fehler. Troll. So, und jetzt kommen die Bahnstrecken von After the Indescent. Das ist so geil. Freue ich mich richtig drauf. Wieso ist in deinen Augen eigentlich jedes Mädchen, mit dem ich rede, meine Freunde? Ich weiß nicht. Ich denke halt so, weil du immer sagst, so, ich hab mit der Schluss gemacht. Nein, die machen alle mit mir Schluss, die Arschlöcher. Ja, dann machst du irgendwas falsch. Ja, ich weiß. Ich weiß auch was, aber ich bin halt ich. Hey, was machst du denn falsch? Bin so anhänglich. Was? Hey, du meinst, ja. Meinst doch immer on the ridge, schreibt die mich wieder an, jetzt muss ich wieder. Oder was meinst du damit? Ja, teilweise, wenn ich so mit dir zocke oder so, bin ich halt so, wenn die anschreibt und erwartet, dass ich sofort skype, bin ich halt ein bisschen angetisst. Wenn ich eine Freundin habe und die sowas macht, ne? Aber normalerweise bin ich halt dauerhaft so, skypen oder jetzt treffen, heute, morgen, immer. Jeden Tag. Ich verstehe nicht, warum das schlimm sein sollte. Das ist noch verkackt, ich dachte schon. Ach so, schade. Ah, Kopf gestoßen, aber scheiß drauf. Ja, alles klar. Bester Satz, Ja, ich verstehe auch nicht, warum das ist. Okay, doch, ich verstehe, dass das auf die Dauer nervig wird. Und jetzt, was, wie ist die Strecke? Verlassener Hügel, ne? Zum krönenden Abschluss. Mein Handy hat wütend gemacht. Ich habe bestimmt eine Nachricht bekommen. Sie hat mir geschrieben. Och man. Ja, bloß wer? Die Niklas. Die Endpunkt. Nee, dass es ein Mädchen ist, ist zu 90% klar, weil die meisten Jungen wollen mit mir nicht auf WhatsApp schreiben. Endpunkt, Fischpunkt, ja. Die meisten Jungs. Ja, die meisten Jungs hängen nicht den ganzen Tag auf WhatsApp rum. Ist halt einfach so. Boah, hast du die Lawine gesehen, Alter? Die war so geil. Lawine? Hast du nicht gesehen? Welche Lawine? Okay. Du hast einen großen Teil deines Lebens verpasst. Was? Das war ja mal die einfachste Strecke, auf der ich je war. Hast du gut gemacht. Nein, jetzt habe ich den Gong nicht aktiviert. Jetzt kommt auch keine Lawine runter, keine zweite. Verdammt. Jetzt häng ich da oben. Ja, ich habe den aktiviert und es kam keine. Du hast beide Lawinen verpasst, Max, Mensch. Oh, ich habe keine 150 geschafft, schade. Leute, Max und Menschen gehört nicht in einen Satz zusammen. Herzlich willkommen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Trials. Miau, tschüss.